Nightbulb. Es ist unglaublich und wir haben uns wahrscheinlich den besten Tag ausgesucht mit einem Spiel, glaube ich, das man alle 20 Jahre einmal sieht. Es war ein ganz besonderes Erlebnis und ich freue mich so für das gesamte Team um die Familie Reichel und allen, die da zusammenarbeiten, denn ihr macht Tennis wirklich nicht nur zum Sport, sondern zum erlebbaren Volksfest. Und ich glaube, das macht die Stars hin zum Angreifen. Es macht Gusto auf Tennis spielen, die Jungen werden begeistert. Wirklich ein toller Job und gut ist es, die Verbindung mit Oberösterreich natürlich, denn vor 30 Jahren hat Michael Reichel ja begonnen mit einem Upper Austrian Ladies Linz, das jetzt im Februar wieder stattfinden wird. Und diese Achse Oberösterreich-Hamburg, die ist ausbaufähig und das wollen wir mit dem Besuch heute hier in Hamburg auch zeigen. Naja, nachdem ja Oberösterreich und Österreich hier keinen Meerzugang hat, und wir aber trotzdem ein Industrie- und fertigendes Bundesland sind, ist Hamburg eigentlich der wichtigste Hafen von Oberösterreich. Das heißt also, zwischen Enzhafen, der eben auch entsprechend der Hafen für Oberösterreich ist, und Hamburg, gibt es da schon Verbindungen? Ja, absolut. Ich meine, rund 1000 Container pro Tag gehen hier hin und her. Nachdem 2/3 unserer Wirtschaftsleistung aus Internationalisierung und Exportaktivitäten gemacht werden, spielt natürlich hier die Logistik eine entscheidende Rolle und da gibt es sehr, sehr viele und enge Kontakte. Also es war unglaublich, sowohl sportlich als auch das Umfeld. Da muss man wirklich sagen, das ist höchste Klasse. Wenn man an das Sportliche denkt, wir haben heute einen Carlos Alcaraz gesehen und gegen einen Filip Krajinovic, die unglaubliche Bälle gespielt haben. Einfach ein Tennisgenuss. Und was mich aber auch sehr beeindruckt, ist, welches Umfeld man hier schafft. Dass man nicht nur das Sportliche betrachtet, sondern auch das Umfeld, dass sich jung und alt wohlfühlt, dass sich Sportler und Nichtsportler wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, da bin ich zu Hause. Da bin ich in der Balance, da fühle ich mich wohl. Und ich glaube, wir sind heute auch durchgegangen mit der Barbara Schett und der Sandra Reichel. Man spürt das auch bei den Spielerinnen und bei den Spielern. Hier fühle ich mich wohl, hier habe ich ein Top-Turnier in Europa, auf der Welt. Und das kann man nur bestätigen und ein großes Dankeschön dafür der Sandra Reichel und Michael Reichel sagen, denn sie haben hier wirklich Großartiges bewegt. Hamburg European Open.